Stammt der Mensch vom Affen ab? Oder sind wir das Genexperiment aus einer uralten Alienrasse, die vor vielen Tausenden von Jahren hier auf der Erde war und Experimente an Menschen durchgeführt hat, um sie weiterzuentwickeln? Das klingt jetzt sehr unglaublich und man könnte es im Bereich der Literatur der Fantasie einordnen, gäbe es nicht Hinweise aus der jüngsten Geschichte der Archäologie und Funde, die wirklich beweisen, dass es so hätte sein können. Wer kennt Ancient Apocalypse oder Ancient Aliens, sehr beliebte Serien auf Netflix, wo es genau um dieses Thema geht? Das Thema nennt sich Präastronautik. Die Idee hinter der Präastronautik ist, dass Aliens vor vielen Tausenden von Jahren auf die Erde gekommen sind, um den Menschen weiterzuentwickeln, um in Zivilisationssprüngen zu helfen. Hinter Präastronautik steckt die Idee, dass Aliens als Besucher auf unserem Planeten vor Tausenden von Jahren hier waren, um Entwicklungshilfe für die Menschen zu leisten. So haben sie Zivilisation vorangebracht, den Menschen Technologie gegeben, im Bereich auch der Landwirtschaft geholfen und Zivilisation auf den Weg gebracht, damit sie sich schneller entwickeln können. Und tatsächlich ist es so, dass die jüngsten archäologischen Funde unser heutiges Weltbild herausfordern und in Frage stellen. Nach unserem heutigen Weltbild ist die moderne Zivilisation maximal vor 6000 Jahren entstanden. Landwirtschaft vor etwa 10.000 Jahren, die erste große Hochkultur der Sumerer vor etwa 6000 Jahren. Davor gab es nur Sammler, es gab Steinzeitmenschen und es gab nicht wirklich eine Hochkultur. Doch man findet immer neue archäologische Funde, die das Datum, das bisherige offizielle Datum, wo Hochkultur stattgefunden hat, immer weiter nach hinten zurückschieben. In der Türkei hat man erst vor ein paar Jahren einen Fund entdeckt, dass das Datum der Zivilisation auf weitere 15.000 Jahre nach hinten in die Vergangenheit schiebt. In der Schöpfungsgeschichte der Sumerer gibt es den Gilgamesch-Epos. Dort wird berichtet, dass sogenannte Anukai, Götter auf fliegenden Schiffen, herabgekommen waren, um den Menschen zu helfen, aber auch den Menschen zu versklaven und ihn als Arbeitstier zu benutzen. So wollten die Anukai den Menschen als Arbeitstier und Sklaven benutzen, um Rohstoffe auf der Erde abzubauen, die sie später dann mit ihren Raumschiffen mitnahmen. Im Gilgamesch-Epos wird berichtet, dass die Menschen eine Schöpfung der Anukai seien. Und auch viele andere Schöpfungsmythen deuten darauf hin, dass es Besucher aus dem Weltall gab, die damals die Menschen natürlich als Götter verstanden haben, die auf ihren fliegenden Schiffen vom Himmel herabkamen. Auch soll es sogenannte Chimären gegeben haben, Tiermenschen. Erik von Däniken berichtet in seinem Buch, dass sogar die alten Ägypter von diesen Chimären wussten und Angst vor ihnen hatten. Das waren Tiermenschen, also Züchtungen zwischen Tier und Mensch, die von einer höheren entwickelten Alienrasse gezüchtet wurden und auf dem Planeten ausgesetzt waren. Der Themenkreis der Präastronautik ist sehr groß. Und ich kann euch nur darauf hinweisen, schaut euch mal Ancient Aliens oder Ancient Apocalypse an. Es gibt auch sehr viele Bücher in diesem Bereich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Follow oder schaut mal auf unserem Shop oz-ogonite.de.